Ich habe das Messer von Fritz Meinecke und Survival Martin im Test, nämlich das, das sie mit hatten. Bei Seven vs. Wild Staffel 3. Hier hinten sind auch die Messer der anderen Teilnehmer. Die zeige ich dir aber in einem anderen Video. Das Messer ist aus Magna Cut, kommt aus Deutschland und zwar von der Firma UG Tools. Gute Arbeit, Leute. Der Griff ist aus Titan und zwar aus dem 3D-Drucker. Und die Magna Cut Klinge, die kommt aus Solingen. Also made in Germany. Yeah. Ich hatte jetzt das Vergnügen, das Messer ja, über 2 Wochen lang zu testen und ich habe es auf Herz und Nieren getestet. Und sag dir, man hätte auch ein richtig großes Messer mitnehmen können, nicht so ein kleines Zahnstocherl hier. Aber gut, irgendwie, es passt halt nicht in die Flasche. Ich bin wirklich gespannt, ob der Fritz und der Martin mit dem Messer überhaupt durchkommen sind. Ich glaube, dass das Messer natürlich eine Rolle spielt da draußen, aber in Wahrheit geht es um die inneren Werte, um Kopf und Herz. Willenskraft! Bei der Aussendung der Staffel im Herbst werden wir ja sehen, ob die da wirklich Teile reingebaut haben in den Griff. Er ist ganz einfach geholt, damit auch hier noch Ausrüstungsgegenstände eingebracht werden können. Lange Rede, kurzer Sinn, das Messer ist für die Anforderungen an Seven vs. Wild perfekt angepasst worden. Ja, was soll ich sagen? Sehr schnittig, bissig, Feuer machen, alles kein Thema. Das heißt, klassische Schneidarbeiten, die notwendig sind, kannst mit dem Messer auf jeden Fall umsetzen. Ich habe das Messer gequält, indem ich batoniert habe, geschlagen habe, geschnitzt habe. Und die Schnitthaltigkeit ist wirklich enorm. Das Messer verfügt über einen ausgeprägten Guard, du rutscht dadurch nicht ab, liegt satt in der Hand. Der Griff hat irgendwie so Drachenschuppen oder, weiß ich nicht, Schlangenschuppen drauf, also schaut irgendwie böse und hart aus, nein, wenn du das Ding in der Hand hast, also mit Handschuhen merkt man überhaupt nichts, ohne Handschuhe spürt man diese Elemente ein bisschen mehr, aber das ist nur, wenn man Diva-Hände hat, ein Problem. Für alle anderen ist es egal. Hier jetzt der Vergleich zum Sascha Huber und Knossi Messer, da ist die Struktur des Griffs etwas angenehmer und ja, UG Tools hat sich anscheinend entschieden, das so für den Fritz und für den Survival Martin zu machen, aber egal, fürs Arbeiten ist das in Wahrheit irrelevant. Das Ding ist natürlich nichts zum Hacken und zum Hauen, dazu ist es einfach viel zu leicht und das ist aber auch wiederum der große Vorteil. Die Burschen von UG Tool haben mir eine Scheide mit dazu geschickt, auch die kommt aus dem 3D-Drucker. 3D-Druck ist einfach cool, ich sag's ja. Auf jeden Fall habe ich das mitgehabt die letzten 2 Wochen immer und immer wieder und du spürst es nicht, du hast ein richtig feststehendes Messer, das wirklich robust ist, das wirklich was aushält, aber es ist so verdammt leicht. Du merkst es nicht, es ist federleicht. Billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link, wo du solche Messer von UG Tools bekommen kannst. Schau dort einfach einmal vorbei. Dort findest du den großen Bruder sozusagen, das Tiny. Das habe ich auch schon einmal hier am Kanal vorgestellt. Das ist viel besser, das ist... Und ich sage, ja, Burschen, das ist ein Wahnsinn. Die Welt muss erfahren, dass es das gibt. Und das war schon mal eine Wucht. Ist ein bisschen größer, etwas länger. Aber ob es das Fritz Meinecke und Survival Martin Seven vs. Wild Staffel 3 Messer zu kaufen gibt bei UG Tools, aktuell noch nicht, aber was ich dies kann noch werden. Wenn es das in Serienproduktion gibt, werde ich mir sicher eins holen und wieder hier am Kanal vorstellen. Und hier siehst du auch den Unterschied. Das ist hier die Version, die es aktuell zu kaufen gibt vom Tiny. Das ist geschlossen. Und hier in der Seven vs. Wild Edition ist der Griff eben hohl. Alles in allem ein gelungenes, feststehendes Outdoor-Messer im Magna Cut und aus dem 3D-Drucker. Ich bin schon gespannt, wie sich das Messer von Hanna und von Affe auf Bike, der Ann-Kathrin, schlagen wird. Auch von UG Tools. Review gibt es hier am Kanal. Und natürlich das von Sascha und vom Knossi. Da gibt es ein paar kleine Unterschiede zum Fritz und Survival Martin Messer, aber auch dazu mehr am Kanal. Nämlich von den Naturensöhnen, wobei da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die diesen Messertyp überhaupt mit draußen gehabt haben. Und von Trimax und Rumatra, von der Gruppe, da habe ich auch was Schönes zu mir zeigen. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gib wieder den Link zum Survival Beaver, zu meinem Survival Messer. Und den Feuerstahl, den wir hier in Österreich produzieren. Aber denk dran, ich bin gespannt, wer bei Seven vs. Wild übrig bleibt.